Wir befinden uns hier im Ludwig-Nissen-Haus, das offiziell den Titel Nordfriesland-Museum Nissen-Haus-Husum trägt. Ludwig Nissen ist 1872 im Alter von 16 Jahren nach New York ausgewandert, mit dem Ziel, ein reicher Kaufmann zu werden. Das Nissen-Haus verfügt unter anderem über eine große Kunstsammlung, insbesondere mit Bildern, mit Malerei. Ludwig Nissen ist ein sehr innovativer Mensch gewesen. Er wollte natürlich nicht nur ein Kunstmuseum, sondern wir würden das heute womöglich ein interdisziplinäres Museum nennen. Zum einen zeigen wir das Leben und das Werk von Ludwig Nissen, dann aber auch Deichbau, Küstenschutz. Das ist natürlich ein Thema, das im Besonderen hier angesiedelt ist und über das umfassend informiert wird. Wir verfügen über ein interaktives Modell, wo Sie die Veränderung des Küstenverlaufes seit dem Mittelalter beispielsweise nachvollziehen können und erleben können. Die Sonderausstellungen werden auf vielfältige Weise vermittelt, zum Teil durch Audioguides, die technisch auf dem neuesten Stand sind. Sie können die über Ihr Handy abrufen. Rungholt ist natürlich das klassische historische Thema in Nordfriesland. 1362 gab es die erste Grote Manntränke mit einer furchtbaren Überflutung. Es haben sich aber viele, viele Relikte erhalten und die sind hier zum Teil ausgestellt. Dann haben wir die sogenannte Führerstube, eine Wohnsituation aus früheren Jahrhunderten. Und darüber hinaus haben wir Hausmodelle. Die meisten dieser Hausmodelle sind schon sehr alt, weit über 100 Jahre. Sie sind sehr, sehr gut gebaut und man kriegt einen wunderbaren Eindruck von der Konstruktion, wie die geplant, wie die gebaut sind, sodass man eine wirkliche Vorstellung von der Architektur in früheren Jahrhunderten bekommt. Ein weiteres Highlight ist ein Wasserspielplatz mit einem Bagger und einer Wasserschraube, die bei kleinen Kindern ganz wunderbar ankommt. Das Nissen-Haus versteht sich nicht als ein in sich abgeschlossenes Museum, sondern es hat Forumscharakter. Das ist ein wirklicher, lebendiger Ort der Vermittlung.